So, meine lieben Freunde, hier ist wieder Cobra von Games for Gamers TV und wir spielen heute ein bisschen den neuen Multiplayer. Was heißt den neuen Multiplayer? Wir spielen jetzt hier den neuen DLC und wir spielen hier auf der Map Frost im Modus Herrschaft. Und mal gucken, bin hier mitten in der Runde eingestiegen. Ich wollte euch eigentlich nur mal so ein bisschen die Maps zeigen. Das heißt, ist ja nichts Neues, dass die Maps teilweise auch überarbeitet wurden. Jetzt hier nicht, aber die anderen Maps, da die kennen wir ja schon. Das heißt, die werde ich euch zwar auch noch zeigen, aber die wurden ja so ein bisschen überarbeitet. Ich habe mir gedacht, komm, zeige ich euch mal den Multiplayer hier. Die Maps. So ein bisschen. Ich kenne die Maps selber noch nicht. Also ich kann noch gar nicht genau sagen, wo hier der große Vorteil, großer Nachteil dieser Map ist. Bis jetzt habe ich nur den Zombie-Modus gezockt. Origins. Ich muss sagen, ist ein ziemlich schwerer Zombie-Modus. Also ich habe bis jetzt noch nie so eine schwere Zombie-Map gespielt. Habt ihr bestimmt in dem Video schon gesehen, dass ich da noch nicht so dicke Runden gemacht habe mit dem Mosch zusammen. Das kommt aber alles noch. Uiuiuiui, da habe ich bekommen. Nee, das kommt natürlich alles noch. Man muss sich natürlich erstmal so ein bisschen zurechtfinden da in den Maps. Ist alles nicht so leicht am Anfang. Aber ich denke, das wird man im Laufe der Zeit schon ganz gut hinkriegen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall hier erstmal Multiplayer der Map Frost. Wie ihr seht, Häuser mit einem Fluss vor, ja, zwischen den Häusern. Ganz, ganz viel Schnee. Das heißt, damit man hier auch schön ins Frieren kommt. Aber wir laufen uns ja hier so ein bisschen warm. Das ist ja alles kein Problem. So, einbrechen kann man hier, glaube ich, nicht. Also springen wir hier einfach mal übers Wasser. So. Wo seid ihr? Oh nein, oh nein. Da kam sie schon wieder von hinten. Ja, wie ihr seht, ganz viel Schnee. Verschneite Autos, verschneite Gegenden und da kommt schon gleich wieder der nächste. Zack, komm schon. Hoppala. So, das wollen wir hier 10-mal einnehmen hier. Warum setze ich jetzt eine Mine? Ich wollte Granate werfen. Ne, Granaten habe ich gar nicht dabei. Das ist mir auch gerade so aufgefallen. Ich wollte die Klasse eigentlich nochmal geändert haben. Zack. Mein Freund, so nicht. So, wie gesagt, sollte ich mich hier so ein bisschen dämlich anstellen auf der Map. Ich kenne die Map noch überhaupt nicht. Ich habe erst den Zombie-Modus gezockt. Also noch überhaupt nicht ein Spiel gemacht hier. Muss mich hier selber erstmal so ein bisschen orientieren. Zack. Nun können wir ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auch schon so auf Call of Duty Ghosts freut. Ich meine, es ist eigentlich immer das gleiche, ja, Call of Duty für die meisten kennst, es kommt ein Call of Duty raus, dann wird erst gesagt, oh nee, blödes Spiel, Scheißspiel und kaufen wir uns nicht und boykottiert das und das wird ja mal viel gesagt, finde ich eigentlich immer ein bisschen schade. Call of Duty, die ganze Reihe an sich, ist egal welcher Teil, welchen man nimmt, das fing ja irgendwann vor weiß ich wie vielen Jahren an. Call of Duty, also richtig der Multiplayer fing ja zum zweiten Teil an, war aber auch schon ganz gut gemacht damals, also ich habe es auch gerne gezockt. Nun ist es ja so, dass er echt jedes Jahr ein neuer Teil rauskommt und die meisten natürlich immer so ein bisschen am Maulen sind, weil es eigentlich immer das gleiche ist, aber ich muss sagen, beim Ghost, allein schon wegen der neuen Engine und allein schon wegen der neuen, ja, Grafik und wegen den neuen Konsolen sieht das Ganze echt schon nice aus. Ich habe es auf der Gamescom 2013 angetestet und ich finde es echt super. So, mal gucken, wie die Runde hier jetzt zu Ende geht. Oh, die haben wir verloren. Wie gesagt, ich habe es auf der Gamescom 2013 gezockt und ja, ich war schwer begeistert, also vor allem, was sich da bis jetzt so getan hat, in Sachen Grafik, Gameplay an sich und wie das Ganze da schon so selbst in der noch nicht fertigen Version schon so ausbalanciert war. Ich habe das Ganze auf der Xbox One gezockt und muss sagen, Controller liegen eigentlich ganz gut in der Hand, werde mir das Spiel natürlich für die PlayStation 4 holen. Werde nicht anfangen, mir wieder eine Xbox zu holen, denke ich, also erstmal kommt mir eine PlayStation 4 wieder ins Haus. Ey. Und dann werde ich mal gucken, ob da irgendwann nochmal die Xbox One kommt. So. Ich hoffe natürlich, dass ihr weiterhin zuschaut, auch wenn es dann eine PlayStation 4 wird. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der mal gerne mit mir dann auf der PlayStation 4 zocken will. Da wird sich natürlich auch die ganze Freundesliste wieder ändern. Ich werde natürlich die Xbox 360 behalten, auf jeden Fall. Eine zumindest, ich habe ja zwei Stück davon. Eine werde ich auf jeden Fall behalten und werde natürlich auch noch Xbox 360 zocken, gar keine Frage. Wir wollen einfach mal sehen, was da noch so für rauskommt. GTA zum Beispiel, freue ich mich jetzt richtig drauf. Ui.
Du Lappen, was ist... Oh, ja, genau. C4-Junkies. Komm, 1, 2, 3 und raus mit dir. Was rennst du denn so an mir vorbei? Zack. Vorräte haben wir auch noch. Die sollten wir auch gleich mal rausprügeln. Bravo wird gesichert. Na, nur rausschmeißt ist immer so eine Sache. Vorräte unterwegs. Feindliche Drohne nähert. Oh, hier spawnen sie alle, das ist gut. So, mal gucken, was haben wir. MQ-27 Dragonfire startbereit. Warum nicht? Ich will die einsetzen. Kann hier nicht eingesetzt werden? Was heißt denn hier nicht? Oh, das kann doch nicht wahr sein. MQ-27 Dragonfire bereit zum Einsatz. Also mit dem Teil bin ich gar nicht so gut, glaube ich. Ich habe das Ding ganz, ganz selten gespielt, diese komische Dragonfire-Geschichte hier. Flock. Oh, klappt doch ganz gut bis jetzt. Das läuft ja. Oh, da hat er mich runtergeholt. Na, das ging fix. Na gut. So, ihr könnt mir auf jeden Fall nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr so von der Map haltet, falls ihr das DLC Apokalypse natürlich schon habt. Also, wenn ihr es nicht habt, wisst ihr es natürlich nicht, aber ich denke mal, die meisten von euch Call of Duty Freaks, die werden das schon haben. So, ist auch so, wie ich bis jetzt gelesen und gehört habe, der letzte DLC. Mehr wird da hier für Black Ops 2 nicht kommen. Ich gehe auf jeden Fall stark von aus, dass hier mehr einfach nicht erscheinen wird. Ich denke mal, das reicht auch. 4 DLCs sollten dann genug sein. Ja. Kann naja, was heißt, kann natürlich sein. Ich will es nicht beschwören, dass das der letzte Content war, aber ich bin mir gar eigentlich fast der Sache eigentlich ganz sicher, dass es der letzte gewesen ist. Also würde mich auf jeden Fall wundern, wenn da noch mehr kommen soll. Weil jetzt kommt ja auch schon Call of Duty Ghost. Warum sollten die hierfür noch irgendwelche Maps rausbringen? Und wenn ihr Ghost gezockt habt, wenn einer von euch bei der Gamescom war und es wirklich gezockt hat, sich wirklich da angestellt hat, ich meine, wir hatten ja Glück mit unseren 40 Minuten stehen da, wo wir keinen Fastpass hatten. Wenn es einer von euch gezockt hat, dann schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Dann werdet ihr es sicherlich auf dem PC oder auf der Xbox One gezockt haben. Ich war mir so ein bisschen unschlüssig, was ich machen soll, Xbox One oder PC, aber ich wollte dann einfach auf der Konsole sehen, wie es da abgeht. PC sieht natürlich immer gut aus, das ist ganz klar. Ich wollte sehen, wie es auf der Konsole aussieht. Ich hätte mir auch gewünscht, dass sie Battlefield 4 dort auf der Konsole präsentieren. Haben sie nicht gemacht. Einzige, was man machen konnte, ist mit dem Controller dann ein bisschen durch die Gegend daddeln. Das war's dann. So, meine lieben Freunde, das war's hier mit Frost, mit der Map Frost. Die anderen Maps werde ich euch natürlich auch noch zeigen. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss, meine Freunde.